Ich begrüße hier Bernd Köpke und Ralf Kasper von Rot-Weiß, von unserem Stammverein. Dann habe ich zu meiner Linken Willi Meester, der macht bei uns die Schreibereien. Dann Darren, der bei uns praktisch mein Chef, das ist der Gesellschafter und macht hier heute den Translator. Und ich begrüße euch dann, vor allen Dingen dich, Jan, und der Klaus Kentsch kommt da gleich noch zu. Ja, warum haben wir uns hier getroffen? Wir haben die Köpfe zusammengesteckt und haben gemeinsam ein Konzept überlegt und sind auch so weit, dass wir das auch umsetzen können. Das geht hier um die Jugendarbeit, um die Förderung der Jugendarbeit, um neue Strukturen, um den Ausbau der Basketballabteilung, zum Beispiel die Schaffung einer Damenmannschaft oder einer Mädchenmannschaft und eben halt auch Mannschaften in einem anderen Altersbereich, so die ganz kleinen. Wir haben so festgestellt, dass wir in diesem Beritt Basketball schon einige Defizite haben, die aber relativ leicht zu beheben sind. Es muss eben halt nur der Ärmel oder die Ärmel hochgekrempelt werden und es muss gemacht werden. Weiterhin haben wir uns überlegt, wie kriegen wir hier in Cuxhaven eine nachhaltige Jugendarbeit im Bereich der Schulen hin. Wir sind an einem System oder an einer Aktion Schule gescheitert, nachdem die Insolvenz der alten UG war. Wir haben uns aber zusammengefunden und haben gesagt, wir wollen weitermachen. Und ich denke auch mal, der Verlauf dieser Saison zeigt auch, dass wir alle Interesse daran haben, dass Basketball weitergeht. Und auch das liegt auch beim Stammverein sowieso. Das war nie die Frage. Aber keiner hat damit gerechnet, dass wir so einen Zuspruch haben. Es war also schon gigantisch, das erste Spiel und die Halle war voll. Dann hatte ich schon so ein bisschen Pipi in den Augen, sag ich mal. Das war eine Bestätigung dafür, dass wir das richtig gemacht haben. Und diese Aktion, die wir jetzt planen und auch langfristig planen, bin ich der Meinung, wird ein Riesenerfolg werden. Wir haben gesagt, dass wir nicht nur den Basketballsport vorantreiben, sondern allgemein den Sport. Das heißt, das sind gewisse Aktionen, die wir da machen, die unter dem Motto Baskets bewegen Cuxhaven dann eben halt zum Erfolg führen sollen und somit auch die Basketballabteilung stärken sollen, was die Mitgliederzahlen angeht. Weiterhin werden wir auch gemeinsam daran arbeiten, dass wir gegebenenfalls alte Strukturen, die gewachsen sind, vielleicht brechen können und doch das ein oder andere mit anderen Vereinen oder Sparten dann zusammen machen können. Wir haben dafür eigentlich gar nicht so lange gebraucht. Ich würde vielleicht Ralf oder Bernd mal eben bitten, da vielleicht mal was zu sagen. Fange ich mal an. Ja. Wir als Stammverein hatten ja, das ist ja kein Geheimnis, mit der Basketballabteilung in den letzten Jahren nicht so die beste Zusammenarbeit, sage ich mal. Es sind ja auch ein paar Dinge vorgefallen, was ja nur Geschichte ist. Jetzt, dass wir heute hier sitzen zu diesem Zeitpunkt, denke ich, das ist ja an Schnelligkeit nicht mehr zu überbieten. Hat sich ja in den letzten Stunden alles ergeben. Wir als Stammverein sagen natürlich, das, was jetzt als Konzept vorgestellt wird, wäre der richtige Weg. Und wir werden das auch voll und ganz natürlich unterstützen. Immer natürlich im Auge behalten, die finanziellen Situationen. Aber ich denke, da sind wir auf einem vernünftigen Weg. Und wir wollen eine sehr gute Zusammenarbeit jetzt auch pflegen, weil wir auch der Meinung sind, dass Basketball eine Sportart ist, die in Cuxhaven doch viele Anhänger hat. Man sieht das ja auch an den Zuschauerzahlen bei den Basketballspielen, dass das wieder nach oben geht und dass das großes Interesse besteht. Und wir wollen das natürlich als Stammverein auch unterstützen.
Ich denke schon, dass die Zusammenarbeit jetzt auf einer Ebene ist, wo man sagen kann, für die Zukunft sind wir da gut aufgestellt. Wir haben uns da auch verständigt, wie das alles gehen kann. Und von unserer Seite her freuen wir uns natürlich, dass es Leute gibt, und das sage ich jetzt heuer, die sowas auch in die Hand nehmen mit viel persönlichen Einsatz, um, sage ich mal, auch den Breitensport hier in Cuxhaven zu entwickeln und zu fördern, die Zusammenarbeit mit den Schulen zu fördern und den Jugendlichen dann auch eine Chance geben, später auch mal etwas höherklassig zu spielen. Ich glaube, das ist das gleiche Konzept, was wir beim Fußball auch jetzt anstreben, dass wir sagen, unsere eigenen jungen Leute, die hier die Ausbildung genießen, sollen auch dieses Zugehörigkeitsgefühl bekommen, um dann hier in Cuxhaven weiterhin auch etwas höher Sport zu treiben. Ich denke, da sind wir uns diesbezüglich einig. Ja. Bernd, noch ein Wort? Ja, ich kann das eigentlich nur unterstützen, was da gesagt wird, will aber noch mal gerne abheben auf die Jugendarbeit, die mir ein bisschen am Herzen liegt. Aber ich glaube, da wird es einen richtigen Push geben. Die Mannschaften sind zwar vorhanden, aber so eine gute Koordinierung, eine einheitliche Ausrichtung im positiven Sinne, Gemeinsamkeiten von allen Stärken, das hat ein bisschen gefehlt, das Übergreifende an der ganzen Sache. Und ich glaube, das, was jetzt vorgesehen ist, ist genau der Weg, um das Ganze effizienter zu machen, ein bisschen auf Leistung auszurichten, ohne dabei zu übertouren, aber eben mit einem, wie ich finde, hochklassigen Fachmann. Und was Besseres kann Cuxhaven im Moment eigentlich gar nicht passieren, als dass die Basketballabteilung auch übergreifend über Rot-Weiß hinaus. Völlig richtig, wir müssen die Kräfte, die hier in Cuxhaven sind, bündeln, zusammenführen und daraus dann eine leistungsstarke Mannschaft zu formen. Und mit dem, was jetzt gleich vorgestellt wird, meine ich, ist das ein Weg, den man vor kurzem gar nicht gewagt hat zu denken. So positiv will ich das mal ausdrücken. Und wenn nicht alles wird klappen, aber wenn die Vielzahl dessen klappt, was vorgesehen ist, dann wird das eine richtig geile Sache. Danke euch beiden. Kann ich mich nur anschließen. Wir müssen die Körbe da öfter zusammenstecken. Das kriegen wir aber hin. Wir haben ja bewiesen, dass man sich auch vernünftig unterhalten kann. Ja, und dann kommen wir jetzt mal zu dem jungen Mann hier, zarte 25 Jahre alt. Das war einfach ein Zufall. Ja, ich gehe zur Bank und sehe da jemanden mit einem dicken Wintermantel, der die Tür nicht aufkriegt. Und dann habe ich ihm die Tür aufgemacht, weil ich ja Geld geholt habe. 10 Minuten später habe ich ihn dann in der Halle gesehen und gesagt, was machst du denn hier? Ja, ich bin der Coach von Jermaine. Okay, und dann fing das an. Wir haben uns unterhalten und noch mehr unterhalten. Dann hatten wir eine Vision, dann hatten wir Ideen. Aus diesen Ideen ist dann wieder ein Fluch hier rüber gekommen und wir haben uns dann wieder hingesetzt. Wir haben uns überlegt, was können wir tun. Heute Abend werden wir zu den Eisbären fahren und werden da dann eben halt dementsprechend unser Konzept vorstellen und gucken, ob wir Gemeinsamkeit finden, sodass wir gemeinsam arbeiten können. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei uns beiden war das so, dass wir von Anfang an klar kamen. Und ich glaube, dass in der Zeit, die er jetzt hier bleibt, obwohl wir den Vertrag noch nicht unterschrieben haben, und das wird aber passieren, dass wir eine Menge Erfolg, aber auch eine Menge Spaß haben. Das steht tatsächlich im Vordergrund. Joel kann, ich habe den Namen gar nicht gesagt, nicht? Und das ist Joel Moore. Joel, it's to you to speak. Maybe some words. Yeah, as Holger said, it was a chance meeting. I think it's more like destiny, because I was having great difficulty using one of your bank ATM machines, and there was Holger to my rescue. And then once I got, wie ihr von Holger schon gehört habt, also die Geschichte fing an bei der Sparkasse, wo er Hilfe gebraucht hat, und dann ist er in die Halle gekommen und hat eben erfahren, dass Holger, der ihm geholfen hat, etwas zu sagen hat beim Basketball, und so kamen sie ins Gespräch.
vor 25 Jahren hat er schon selber professionell Basketball gespielt, auch in Deutschland. Zu der Zeit gab es noch Stuttgart in der ersten Bundesliga, da hat er dann gespielt. Und das ist eigentlich sein Job durchgehend, junge Kinder zu trainieren, eine Routine aufzubauen von früh morgens bis abends, also einfach eine Struktur, eine Tagesstruktur aufzubauen. Creating a club has to have a big development program in the grassroots, you know. You measure a club by... Ja, als er dann nach Cuxhaven gekommen ist und eben mit Holger viel geredet hat, war ziemlich schnell klar, dass beide auf derselben Wellenlänge sind, sage ich mal, und beide ein Ziel haben. For me, that's important, the development from under 10 to mine, right up to under 21s. And, you know, I have to thank the board for actually bringing me in, because I like the town. Ihm gefällt Cuxhaven, ihm gefällt die Seeseite auch, und ich glaube, er freut sich auch auf die Aufgabe, was bevorstehen wird. Wir kamen dann ja auch über Bernd und oder Mario dann zu Ohren, dass gewisse Jugendmannschaften in der Vergangenheit dann eben halt nichts bekommen haben. Ja, und das war eigentlich die Aufgabe der UG, da Trikots zu machen und eben halt Sportsachen und anderes Stuff, damit das da ist. Und da war ich sehr betroffen, wusste ich nicht. Und dann habe ich auch mit einigen Trainern, mit einigen Eltern auch gesprochen, und die haben dann gesagt, Mensch, das und das, das vermissen wir. Ja, das war ein Zufall. Wir wussten, dass wir das machen müssen. Wir müssen irgendwas tun. Ja, einer muss was tun. Die Frage ist dann nur, wie gehen wir das an? Und dann habe ich da so einen Profi, der das in England schon mehrfach gemacht hat. Das war natürlich eine Granate. Ne? Und der auch noch Lust hat dazu. Für mich ist creating that infrastructure. You have a very good... Genau, komplett neue Struktur rein. Sein kleines, großes Ziel ist natürlich auch die Mädchenmannschaft in der Zukunft, dass einfach das auch geteilt wird, dass man eine U10, U12 im jungen Bereich hat und eben auch eine U10, U12 eventuell, je nachdem, wie viele Kids man dann hat, dass man auch eine Mädchenmannschaft aufbaut. Er braucht natürlich eine Zeit, auch hier seinen Mittelpunkt hier vorzubereiten. Ja, I can speak now. When I'm finished, I only want to tell that you work without money. It's, we talked about it. Yeah, because it's better I'm the first. Yeah. Ja. Yeah. Und ja, das ist nicht, die Tinte ist nicht trocken, die ist auch noch gar nicht geschrieben. Ja, wir sind uns aber einig, wir wissen, wann es losgeht. Unsere erste Prämisse, und da redet er auch ein Wort mit. Es wäre ja verrückt, wenn ich einen Profi nicht mit in die Kaderplanung mit einbeziehe, mit Dennis zusammen übrigens, der dann da vielleicht das ein oder andere noch einbringen kann. Im Großen und Ganzen kann ich einfach sagen, das Team steht, das heißt... ich habe da relativ wenig Arbeit, ich darf dann in Urlaub gehen. Da stehen zwei Personalien an, die wir noch mit dem Trainer durchsprechen, und ansonsten steht das Team, und das ist sehr schön. Ja, das heißt also, die Struktur fängt schon mal da an. Und dann geht das natürlich darauf, dass wir natürlich ein sehr großes Spielerangebot haben und jeder nicht spielen kann, um den Aufbau der zweiten Herren. Auch das ist eine Sache, da wird er sich drum kümmern. Wenn er eine Struktur aufbauen soll, muss er überall auch die Nase mit zwischen haben. Ne? Ja, ja. Also er ist praktisch ein sportlicher Leiter. Nennen wir ihn sportlichen Leiter. Ja, wichtig ist auch, dass wir die Schul-AGs wieder aufleben lassen. Ich hatte das im Vorspann schon mal ganz kurz gesagt. Wir haben einen Vertrag, der ist fix und wird gelebt. Der nächste Antrag, übrigens auch an euch. Einmal hatte ich euch das Schreiben gesagt, da war ein Antrag für eine Schul-AG, und die nächste Mail kam auch für eine Sonderaktion, die tatsächlich, ich glaube, sogar EU gefördert ist an einer Schule. Das ist dann auch eine Sache, die dann in der neuen Struktur, weil wir ja auch Helfer brauchen dabei. Er kann ja nicht alles machen. Er wird auch ein Teil, er wird auch ein Jugendteam, denke ich mal, trainieren. Auf jeden Fall für die Talente da sein, zum Beispiel morgens um 6 Uhr die Jungs abholen zum Training. Die werden dann nach dem Training ein gesundes Frühstück bekommen mit einem Partner, der vielleicht auch ein Hotel betreibt.
Und danach werden die dann zur Schule gekachelt, nicht? Weil dann haben diese Kinder Struktur, die sind morgens schon mal beim Training. Doch, doch, wir haben schon tatsächlich, wir haben ja im Moment den Skip, der auch Schul-AGs macht, der übrigens ja auch seinen Vertrag verlängern wird bei uns. Und wir haben den Wayne, auch eine herzensgute Seele, der Amerikaner, der auch schon Schul-AGs macht. Alle Spieler, die hier nachher verpflichtet werden, und auch welche, die jetzt ja noch hier sind, auch ortsansässige. Darren wird zum Beispiel für die ganz Kleinen dann immer zuständig sein, weil zwei davon sind homemade. Das kann eben halt nicht die Zukunft eines Kindes sein, nach der Schule mit einer Wii den Nachmittag zu verbringen und sich dann gegen 16 Uhr eine Tüte Chips reinzuziehen und dann irgendwann ins Bett zu gehen, und das wollen wir nicht. Ja, und ich denke auch mal, dass wir Impulse geben können. Wir können nicht alles ändern, aber wir haben beide richtig Bock auf das Projekt, und nicht nur wir beide, sondern alle anderen, die damit dranhängen. Er muss jetzt auch die Zeit haben, sämtliche Teams einmal durchzugucken. Er muss mit den Trainern reden. Die sind auch schon ganz gespannt. Den haben wir natürlich schon ein bisschen Input gegeben. Er wird diese Zeit bis Samstag dafür nutzen, jedem Team mal eben beizuwohnen, mit mir nach Bremerhaven zu fahren, weil wir da auch eine Menge zu regeln haben, weil die Kooperation ja weiterlaufen soll, auch auf einer anderen Ebene. Es ist tatsächlich so, dass wir Mittwoch oder Donnerstag dann gegebenenfalls auch mal so einen Interessenten hier haben, der gegebenenfalls hier spielen will. Und der soll dann hier mal so ein Probetraining machen, damit wir da eine Entscheidung treffen. Also er ist schon voll eingebunden. Und ich denke mal, je nachdem, wie die Saison, wie die Spiele nachher, dann wird er auf jeden Fall dann hier sein, um die Preseason hier zu gestalten. Und das ist auch ligaunabhängig. Das ist ligaunabhängig, ja. Nicht? Also man sieht ja, dass Liebe keine Liga kennt. Also ich hätte mir nie gedacht, dass wir dass wir so einen Zuspruch haben in dieser Liga. Natürlich wollen wir aufsteigen, aber es liegt eben halt nicht in unserer Hand. Und wenn wir in die erste Regionalliga aufsteigen sollten, sind wir sowieso gehalten, eine Vollzeitstelle zu schaffen, die praktisch als Jugendkoordinator, so wird es genannt, das wäre dann Joel, weil nichts anderes macht er. Ja, also vielleicht kann man denn ja auch sehen, dass wir doch schon in die Zukunft schauen. Nils Ruttmann, der dann ja nach, ich glaube, zweiter oder dritter Station dann Geschäftsführer bei den Eisbären geworden ist, ist, sag ich mal, bin, den ich sehr gut befreundet. Und wir werden mal unsere Sachen abstimmen, weil sitzen ja auch Eltern hier von Spieler, der tatsächlich in Cuxhaven und in Bremerhaven als Doppellizenzer spielt mit 11 Jahren. Und da müssen wir mal gucken, dass wir die Eltern vielleicht ein bisschen entlasten, ob wir da die Wegezeiten nicht irgendwie gemeinsam ein bisschen verändern können und. Und je nachdem, in welcher Liga wir nachher spielen werden, die Kooperation, die wird bestehen. Und auch da haben wir Ideen, was Spieler angehen, die eventuell in Doppellizenz auch für das Profiteam dann da sein könnten. Also ich denke mal, wenn ich diese 24 Flaschen Bier, um die wir gewettet haben, nicht verlieren sollte, nee, gewinnen sollte, dann werden wir hier noch eine Überraschung haben, was eine Spielerpersonalie angeht. Ein bisschen was haben wir dann noch im Petto. Aber wirklich was Gutes. Ja. So, dass wir aber trotzdem das Augenmerk tatsächlich auf unsere Cuxhavener auch haben, die ja auch jetzt eigentlich Spielzeit, sehr gut Spielzeit gekriegt haben. Da werden wir schon nicht vergessen, wem wir das zu verdanken haben. Das macht er ja in England, kann er ja noch mal erklären. Da hat er das ja nun auch schon ein paar Jahre gemacht, und deswegen weiß er, was nachhaltig ist, kann er ja mal erklären. For the past 15 years I've been coaching with young kids from the ages of... Die letzten 15 Jahre arbeitet er schon mit Kindern in England zusammen, von 10 bis 21, ganz egal, ob gut oder schlecht. Jeder sollte in seinen Augen natürlich, in meinen auch, die Chance bekommen, sich zu beweisen und zu trainieren. Und dann eben noch ein kleiner Fun-Gag, sag ich mal, Jermaine, der bei uns spielt. Der hat vor 3 Jahren das Basketballspielen, glaube ich, angefangen und war nicht mal einer der besseren Spieler von ihm. Aber mit
dem harten Willen, den Jermaine hat, hat das auch auf die Bühne geschafft und spielt jetzt für uns. Und das jetzt zum zweiten Mal schon und meiner Meinung nach auch eine tolle Saison. Also whoever the player is, he will end up playing professional or not, but Jermaine wasn't one of my better players, but he's worked really, really hard. My main job. Yeah. No, not your main job, because we have a problem with the coaches, and we got not enough coaches, and so we talk about with our players. I'm with you. Okay. One of my roles with the governing body in England basketball is that I teach coaches how to coach correctly. So, you know, if you check with England basketball, I train more coaches in England than anybody in Britain. So my main role in Britain is to teach coaches how to coach effectively. So they call me up, coaches from all over the country come to me and we do coaching clinics and things like that to develop their skills. To bridge the gap here in the short term, I think that we can use some of our better players to pass on some of their knowledge to the young kids that we're teaching. So it's important that two or three of our quality players are seen in the community coaching. Get that? Yeah. Ja, also eben kurz umschreiben, wir wissen um dieses Problem, versuchen das erstmal auf dieser Schiene zu lösen, sind aber auch natürlich offen für Menschen, die sagen, habe ich schon mal gemacht, würde mich interessieren. Und selbst wenn sie es noch nicht gemacht haben in einer Intensität, die man sich wünscht, haben wir immer noch jemanden, der den an die Seite nimmt und sagt, pass mal, das geht so. Es ist eine Menge Arbeit für ihn und ich denke mal, dass er das aber trotzdem hinkriegt. Ne? Es ist der Spruch meines Vaters war immer, ja, es recht zu machen, jedermann ist eine Kunst, die keiner kann, aber man muss wenigstens wollen. Und der Wille ist da und wir werden da gemeinsam dran arbeiten. Dafür haben wir die Weichen auch gestellt, dass das so passieren kann. Ja? Die Zusammenarbeit ist schon auf mehrere Jahre angelegt. Ja. Das geht nicht in einem Jahr. Dann könnten wir uns das hier heute alles sparen und dann brauchen wir sowas nicht mehr. Also es ist schon, der Wille ist auf jeden Fall in der Zukunft.